Wir kämen zum Tagesordnungspunkt 20, Ausschreibung von Dienstleistungskonzessionen für die Organisation und Durchführung von thematischen Weihnachtsmärkten. Jetzt gehen wir aber in die Zukunft, 22 bis 24 inklusive Verlängerungsoption bis 26. Hier hatten wir schon mal ohne Debatte besprochen gehabt. Es war avisiert, ich glaube von Bündnis 90 Die Grünen, dass sie sagen, wir möchten gerne noch mal einen Änderungsantrag stellen aus den Stadtbezirksbeiräten. Und deswegen, vielleicht Frau Krause, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Oberbürgermeister hat es eben gerade schon gesagt. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich jetzt den Top ohne Debatte noch ganz kurz verlängern werde. Als Abgesandte des Stadtbezirksbeirats Altstadt möchte ich darum bitten, dass wir, wie es der Stadtbezirksbeirat getan hat, einen 10. Punkt an die Vorlage anschließen. Es geht hier nicht vordergründig darum, dass diese Konzession ausgegeben werden soll, sondern es geht um die auch angefasste Änderung der Jahr- und Spezialmarktsatzung. Es ist so, dass wenn eine Fläche für den Markt vorgesehen ist, sie dem allgemeinen Verkehr entzogen wird. Das führt dazu, dass dann das Straßen- und Tiefbauamt immer kommt und dass zum Beispiel das Schild Radweg frei oder Fahrradfahrer frei abklebt. Ich rede jetzt ganz bewusst nicht zum Beispiel vom Striezelmarkt, wo der ganze Platz, der Altmarkt, belegt ist, sondern es gibt Märkte, auf denen nur eine Teilfläche belegt ist. Ich habe mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat gesprochen, die mir dann alle gesagt haben, natürlich fahre ich dann dort mit dem Fahrrad über den Platz. Und genau das ist halt eigentlich nicht legal und ich möchte mich dafür einsetzen, dass Radfahrerinnen und Radfahrer auch sich rechtskonform durch die Stadt bewegen können, da wo es möglich ist. Ein weiterer Punkt, der von auch allen im Stadtbezirksbeirat, nein, eben es soll möglich sein, sich, da ist ja offensichtlich, alle tun, ich möchte gerne, dass das dann auch tatsächlich möglich ist. Ich persönlich, wenn Sie darauf jetzt anspielen, fahre natürlich nicht über den Platz, wenn das zugeklebt ist. Es geht weiterhin darum, und da gab es eine ganz große Einigkeit im Stadtbezirksbeirat, dass die Funktionsbereiche, die zu den Märkten gehören, abgesperrt sind mit solchen Plastikabsperrungen aus gelbem Kunststoff, die dann rot und weiß beklebt sind. Ganz besonders auffällig ist das neben der Kreuzkirche. Und wir bitten darum, dass dort eine gestalterische Qualität erreicht wird, die auch dem sonstigen Innenstadt-Flair entsprechen. Soweit das an diesem Punkt. Und als dritten Punkt war noch darum gebeten worden, dass parkende Fahrzeuge, die zu den Märkten gehören, also insbesondere die Standbetreiberinnen und Betreiber, aber auch die Marktleitung beispielsweise, vorzugsweise in den anliegenden Tiefgaragen parken soll, dass dort die Kooperation gesucht werden soll. Und wir sind auch davon ausgegangen, dass ja die Stadtverwaltung hier einen Vorschlag machen muss zur Veränderung der Satzung und dass dort auch eine lebenspraktische, lebensnahe Lösung gefunden werden kann. Denn insbesondere Künstlerinnen und Künstler, die zum Beispiel für eine Aktion an den Bühnen anliefern, müssen ja tatsächlich irgendwo parken. Das soll weiterhin möglich sein, das soll nicht unterbunden werden. Also wir wünschen uns einfach, dass die Stadtverwaltung hier einen lebenspraktischen Vorschlag macht, um die Altstadt schöner zu haben, wenn Märkte stattfinden. Ich würde mich freuen um die Unterstützung. Es hat am Ende eine ganz große Mehrheit zugestimmt. Es gab lediglich zwei Enthaltungen und die kamen von der AfD. Vielen Dank. Soweit zur Einbringung dieser Änderung. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann darf ich zunächst den Änderungsantrag zur Abstimmung stellen, den Punkt 10 aus dem Bericht des Stadtbezirksbeirates Altstadt zu ergänzen. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Das ist die übergroße Mehrheit, wäre damit so aufgenommen. Und dann kommen wir über den so ergänzten federführenden Ausschussbericht zur Schlussabstimmung. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?
64 Ja, damit einstimmig beschlossen.